Hallihallo, Hallöchen und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Ja, ich höre mich immer noch ein bisschen verschnupft an. Corona sei Dank. und wir wollen heute mal gucken, dass die Kartoffel endlich mal gar wird. Das heißt gar wird, aber auf jeden Fall mal ein paar Kartoffeln uns zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist unser großer Plan heute, weil wir haben jetzt endlich mal den Treibstoffdestillierer. Und mit dem wollen wir dann irgendwann demnächst hoffentlich mal das Ding hier in Gang kriegen. So, wir können daran ja noch mal ein bisschen rumbasteln, wenn das Spiel sich nicht aufhängt. Transportmittel. So, wir brauchen hier noch mal gewellte Böden. Wir können natürlich auch Plankefloßböden machen, ne? Also, Planke können wir auf jeden Fall machen. Das sieht dann natürlich ein bisschen zusammengebastelt aus, aber gut, irgendwas ist ja immer, ne? Würde ich so sagen. So. Zack, Transportmittel. Das und das. Achso, wir brauchen den Hammer. Wo ist denn der Hammer? Da ist der Hammer. Nehmen wir doch den so lange. So, nochmal auf die Transportmittel. Zack und zack und zack. Sehr schön. Na, guck mal an. Das heißt, hier, wo wir gehen und stehen, da ist das gewählt. Da dürfen wir auch nicht barfuß rüberlaufen, weil ich glaube, das wird ganz schön warm. So. Kartoffel, wie geht's dir? Nicht so gut. Okay. Also, hat ihr noch genug Wasser hier? Mehr als genug. Sehr schön. Ich hätte gerne noch ein paar Schwimmer. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir hatten noch Schwimmer hier unten irgendwo, ne? Irgendwo unten im Wasser waren noch Schwimmer. War das sogar hier? Da war irgendwo ein Wrack. Schiffswrack. Wo wir tauchen waren. Und da waren auf jeden Fall noch Schwimmer. Das Problem ist, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken wegen Hai. Ich mag das hier nicht, dass man den Hai halt auch überhaupt nicht hört, ne? Das ist halt das, womit ich noch nicht so ganz... Oh nein. Nicht ersticken. Wäre cool. So, das Problem ist, ich bin natürlich jetzt auch gerade ein bisschen sehr mutig. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Oh. Ich weiß nicht. Da! Da ist es doch, das Schiff. Das ist das, was ich meinte. So. Und hier haben wir nämlich noch ein paar Schwimmer drauf. Ich hoffe, hier ist kein Hai in der Nähe. Da ist auf jeden Fall hier so ein Dings. Schnell an Land und gucken. So, jetzt müssen wir das natürlich irgendwie einsammeln. Das ist das große Problem. Bevor die davontreiben. Weil wir brauchen noch ein paar Schwimmer. Da ist noch ein. Oh, zwei. Oh, ich will kein Hai in der Nähe haben. Oh nein, da. Schon dran vorbeigeschwommen. Oh, schnell wieder unter Wasser, damit wir gucken können. Ah, so, jetzt aber. Jetzt haben wir die Schwimmer.
sehr schön. Ei, 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 ei. Das war aufregend. So. 40 Tage überlebt. Hei, ei, ei, ei. Also ohne hei, 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 hei. So. Wir müssen hier bauen. Nee, Transportmittel. 5 Schwimmer, 1 Seil. Warum habe ich die denn jetzt gepflückt? Brauchen wir nicht. So. Also einen Atmungsboost können wir damit machen, aber das brauchen wir jetzt gerade nicht. So, 1 Seil. Und dann können wir hier nämlich noch ein Schwimmer machen. Warte mal. Zack, Transportmittel. Ach ja, der Hammer. Da war ja auch noch was. Apropos, haben wir Hunger? Nö, okay. So, jetzt aber. Transportmittel, zack. So, gucke mal. Na, das ist doch ein Riesending jetzt eigentlich, ne? Kann man da theoretisch nicht auch ein Bett drauf machen? Ist mal so ganz blöd, der Hegelser. Können wir bestimmt, aber hält es dann auch? Das ist die Frage. Okay. Wie sieht unsere Kartoffel aus? Können wir leider noch nicht ernten. Schade aber auch. Oh. So, aber ich hätte ganz gerne nochmal hier die beiden Planken nehme ich nochmal mit. Weil damit kann ich nämlich jetzt nee, Transportmittel, zack und zack. So. Es ist so ein bisschen zusammengebaut, ne? Das ist halt so. So. Ich hätte gerne aber hier auch noch das hier, eine Floßüberdachung. Stoff. Und ein Anker, stimmt, den brauchen wir auch noch. 6. Also wir brauchen dafür einen Stock. Ja, wir haben keinen Stock. Aber Steine haben wir hier, das weiß ich noch. Wie viele sind das jetzt? 4. Hier könnten wir auch noch Stein abbauen. Das ist aber auch pixelgenau hier gerade, ne? So. Was ist denn das? Aber wo sind die Steine dann gleich? Tja, wo sind die dazugehörigen Steine? Das ist jetzt ja natürlich ein bisschen doof. Da ist einer auf jeden Fall. Aber wir brauchen ja nicht nur einen. Nein, wir brauchen 2. naja, ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Ja, na gut. Dann würde ich sagen, den Fikus würde ich ungern da wegmachen. Ich würde eher sagen, wir nehmen hier hinten einen. Den hier zum Beispiel. So, genau. Da stört mich das nicht so ganz, weil da brauche ich gerade keinen Sonnenschutz. Was passiert eigentlich? Kann ich das noch weiter auseinandernehmen? Nee. Warum nicht? Und warum bewölkt das hier? Das gefällt mir nicht. Gut, also einen Anker wollen wir bauen. Was brauchen wir dafür? Aber wir hatten ewig keinen Sturm mehr, ne? Davon mal ganz ab. So. 4 ganze Seile? Das ist aber teuer, du. 1, 2... 3, 4.
So. Viele haben eingesammelt. 5. Da muss hier bestimmt noch irgendwo einer liegen, den man mal wieder nicht findet. So. Zack. Sehr schön. So, was ist mit dir? Wann möchtest du dich dazu bequemen, mal wieder auszusprießen? Gar nicht, anscheinend. Oh, kann ich die Kartoffel ernten? Warte mal. Was machen wir denn jetzt? Bin ganz aufgeregt. Oh Mann. So. Zack und Messer. Ach, gucke mal an. Jetzt auf einmal, ja? So, schade, dass die Palmen nicht nachwachsen, ne? Also ich kann das ja schon verstehen, dass sie nicht innerhalb von 3 Tagen nachwachsen oder sowas. So, zufrieden. Aber so auf kurz oder lang wäre das doch eigentlich nur logisch. Ja, was essen müssen wir eigentlich nicht, ne? Ich pack die Steine mal hier hin. Den Anker können wir gleich noch bauen. Ich möchte erst einmal... Ich glaube, die wächst jetzt nach, oder? Ich weiß, eine Kartoffel bringt nicht viel. Aber vielleicht ja doch. So, den Kanister packen wir mal hier hin. Ja, cool ist das. So. Cool. Ich bin gespannt. So. Was war noch? Gut, das war nur ein bisschen Regen. Der Pflanze geht sehr gut, der Kartoffelpflanze. Tja, was war mein Plan gerade? Wir wollten den Dings machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ein Stein müssen wir noch aus unserem Vorrat nehmen. Oh, der Vorrat ist auch sehr begrenzt mittlerweile. Das ist nicht so gut. Aber egal. Steine. Bau, Transportmittel. So. Da. Floßanker. Ne, das heißt, wenn das dann nachher irgendwie, dass der dann nicht wegschwimmen kann. Denke ich mir zumindest so. Das heißt, dann könnten wir doch theoretisch praktisch das Ding jetzt ins Wasser ziehen. So. Ja, guck mal. Dann kannst du nämlich nicht mehr davon schwimmen. Das ist doch sehr gut. Cool. So. Kartoffelchen, was sagst du dazu? Noch nix. Erst einmal möchte ich tatsächlich abwarten. Ich möchte nämlich ungern das Feuer hier so groß verbrauchen, weil dann müssen wir auf jeden Fall nochmal auf die andere Insel, auf die. Wir brauchen nämlich dringend Holz. Um hier das alles voranzutreiben. Was brauchen wir denn noch? Holz und... Ja. Stoff wäre nicht schlecht. Warte mal, was brauchen wir denn, um die Floßüberdachung zu machen? Ein das. Okay, Seil können wir ja machen. Das ist ja jetzt nicht das große Problem. Beziehungsweise, ich würde vielleicht erst einmal...
Palmwedel hierfür benutzen. So, weil hiermit, so. Aber wir könnten auch aus... Ich weiß gar nicht, wie viel man braucht dafür. Warte. Ich nehme einfach mal 4 Stück mit. Ja, 4 Stück. Und dann gucke ich mal... Hier... Noch ein Stoff, okay. Ja, oder? Weil ich hätte gerne hier... Komplett... so eine Überdachung. Damit wir, wenn wir auf dem Floß unterwegs sind, eigentlich auch gerne hier vorne, aber auf jeden Fall hier hinten, wenn wir mit dem Floß unterwegs sind, dass wir nicht so direkt in der Sonne stehen. Das ist so meine Idee dahinter. Oh, schnell das Feuer ausmachen. Cool, also. Hihihi, ein bisschen Sprit ist drinne. Sehr schön. Ha, cool. Ich weiß halt noch nicht, wie viel der verbraucht, ne? Das heißt, wir müssen... Wir bräuchten eigentlich noch mehr Kartoffeln. Warte mal. Aus was können wir denn noch alles Pflanzbeete bauen? Farming. Naja, wir könnten auch theoretisch auch Stöckchen und Schnur Pflanzbeete bauen, ne? Sollen wir mal mit dem Floß versuchen dort... Wie spät ist denn das? 16 Uhr. Es ist eigentlich noch zu spät, ne? Ich weiß halt nicht, wie viel Sprit der verbraucht, wie unfair das sozusagen ist. Ach, das ist so cool. Also ich teste das jetzt tatsächlich ein bisschen aus, den wertvollen Sprit zu verbrauchen. Na, der verbraucht schon, ne? Man sieht es schon ein bisschen zumindest. Okay. Ich würde vielleicht... Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich mache. Ich glaube, den Hammer können wir jetzt nochmal wieder hier hinpacken. Schön wäre natürlich, wenn wir die andere Kartoffel noch finden würden, ne? Aber die ist halt wirklich spurlos verschwunden. Die habe ich, glaube ich, hier hingepackt. Ist noch ein Stein, klar, warum nicht? Die speichert er, weißt du? Aber nicht die wertvollen Kartoffeln. Aber das Ding verändert natürlich alles nachher, ne? Also, wie sieht's bei uns aus? Wir könnten, nee, ich lasse das nochmal bis morgen mit dem Essen. So dringend brauchen wir gerade nichts. Aber wir brauchen halt Holz, das ist das große Problem. Ach ja. Ach, das ist cool, das freut mich gerade richtig, dass wir das geschafft haben. Richtiger Game-Changer. Hoffe ich. Ich weiß ja noch nicht, wie schnell das ist. Aber dass unser kleines Flößchen dort hinten endlich mal ausgedient hat. Wie sieht das hier eigentlich aus in der Fischreuse? Ja. Ich weiß gar nicht, wozu ich die aufbaue. Kann auch sein, dass ich die vielleicht einfach woanders... Ja. ...hinbauen müsste. Vielleicht muss ich die auch tiefer ins Wasser packen? Ich weiß es nicht. So gut, wie spät ist das? 17.40 Uhr, das heißt, wir müssen sowieso gleich ins Bett. Einmal kurz gucken, ob wir nochmal auffüllen können hier bei unserer... Bei der Geschichte, ja, könnten wir sogar einmal. Und wir könnten auch nochmal 2 Schlucke trinken. So. Der Sonnenuntergang aus unserer Hütte. Mit unserem alten Floß und mit unserem neuen Floß. 18 Uhr. Komisch, ne? Manchmal ist das um 18 Uhr schon stockenduster. Und jetzt, ja, noch nicht.
Aber ich gehe schon mal schlafen. Das Problem ist... Ach, wir müssen warten tatsächlich mit dem... mit dem Sprit. Ich habe halt Angst, wenn wir darüber fahren. Tja, wir kommen nie wieder zurück, ne? Das ist das große Problem. Wir können ja nicht schwimmen einfach. Also können wir schon, aber das wäre halt ein bisschen doof. Warum ist das hier so? Warum ist das hier so? So, okay. Brauchen aber auch dringend Holz, das ist das große Problem. Ja, oder es muss doch nochmal eine Palme dran glauben. Hier auf der anderen Seite haben wir ja noch ein paar Palmen. Ja, das ist halt leider so, ne? Ich heb mir die ja mal ganz gerne auf. Aber wenn das halt so ist, dann ist das halt leider so, ne? Aber wir haben hier auch einfach keine Axt mehr. Damit ich gar nicht in Versuchung komme. Wie spät ist denn das? Noch nicht mal 5. Ich würde vielleicht erstmal eine Kleinigkeit essen. Siehst du, das sieht gut aus. So. Kartoffelchen. Wachs doch mal ein bisschen schneller, bitte. So, wir trinken und trinken. Sehr schön. Und nehmen die Palmenwedel auf und packen die hier unten rein. Tja. Und nun warten wir. Warten wir auf das, was kommt, dass endlich mal die Sonne aufgeht. Oder hier zumindestens, ja, die Kartoffel. Früchte abwirft. Cool wäre natürlich, wenn wir hier nochmal irgendwie so ein zweites Pflanzbeet hinbauen könnten. Ne? Das Problem ist halt echt, die verbrauchen so viel Platz. Ja. Aber man könnte natürlich noch ein zweites Pflanzbeet bauen. Warte mal. Farming. Und zwar könnten wir theoretisch auch einfach nur mit Holz und einem Seil. Eine Schnur können wir machen. Das ist jetzt nicht das ganz große Problem. Wo ist denn da? Ist das hier? Müssten hier theoretisch eine Schnur machen können, genau. So, ich kann halt nichts sehen, ne? Gerade, das ist halt ein bisschen doof. Jetzt geht ja langsam erst die Sonne auf. So. Sie haben immer noch... Ich will halt nicht damit zu Fuß rüber paddeln, hätte ich fast gesagt. Aber ich glaube, wir müssen es einfach machen, ne? Na komm. Wir müssen dann noch einmal rüber paddeln. Dann müssen wir jetzt einfach durch. So viel Holz wie möglich mitnehmen. Das hat... Ich habe noch Holz. Was stellen wir damit an? Ja, aber ich habe nur 3 Holz, ne? Aber so viel Holz wie möglich mit rübernehmen. Das heißt, die Spitzhacke würde ich hier auch einmal lassen. Das ist das Einzige, was wichtig ist, was ich mitnehme. Ja gut, und das Geräucherte nehme ich auch noch mit rüber. Zur Not können wir das auch essen. Wobei, ich lasse das geräucherte Fleisch hier. Wir haben dort drüben auch so viel zu essen. Ich pack's hier mal in den Sand. Das wird schon nichts damit machen. So, dann fahren wir noch einmal kurz darüber. Da ist ja so ein bisschen unsere Holzinsel. Ach, guck mal, wieso habe ich denn hier noch lauter Speere liegen? Ich hoffe, du fährst nicht weg. So. Bei einem Speer müssen wir leider mitnehmen. Ich nehme mal den mit. Falls da wieder diese Riesenkrabben unterwegs sind. So. Achso. Komm mal ein bisschen weiter rein. Zack. Paddel. Ähm.
So, auf. Auf. Und davon. Ach ja, da waren noch ein paar... War hier noch irgendwas, was man gebrauchen konnte? Drauf. Außer die Reifen, aber die brauchen wir nicht. Unser Floß ist soweit schon... Oh, okay. Da kommt einfach mal ein Hai auf einmal. Da. Was sind das für einer? Ein Hammerhai. Na, ach was. Das Problem ist, der Hammerhai kann uns natürlich einfach runterkicken, ne? Ich hoffe, das macht er nicht. Freund der Sonne! Lass mich in Ruhe. Ich bin bewaffnet. Wir fahren einfach unbeirrt weiter. Ich glaube, wir haben auch seinen Radius verlassen. Seinen Jagdradius. Dem das Spiel ihn vorgibt. Wir könnten natürlich noch einfach einen Hammerhai zu unserem anderen Hammerhai dazulegen, ne? Aber der ist schon auf Angriff gegangen, ne? Das hatten wir noch gar nicht. Als wir auf dem Floß saßen. Können wir nicht einfach unter unserem Floß, was wir da bauen, können wir da nicht ganz einfach irgendwie Stacheln machen oder so, dass die Haie da nicht beigehen? Wieso laggt das jetzt auf einmal so? Ist hier etwa schon wieder ein Hai? Und ich habe gedacht, wir können endlich mal schön hier rüber mit unserem kleinen Flößchen. Ja, aber leider noch nicht. Aber vielleicht, wenn wir zurückkommen, vielleicht ist dann ja die Kartoffelernte reif. Und dann brauchen wir leider noch einen zweiten Pflanzkorb, hätte ich fast gesagt. Pflanzgedöns. Klingt nach einem Sturm. Ach so, deswegen. Hi. Ich bitte dich. Komm schon. Wir hatten das Thema doch schon. Also ich weiß nicht, ob wir das Thema hatten, aber mit deinen Verwandten und Freunden. Die sind richtig aggro langsam, ne? Liegt das daran, weil wir schon die ersten Haie erlegt haben? Dass die uns jetzt hier so ein bisschen interessant finden. Guck mal, Stoff können wir auch mitnehmen, ne? Ist auch gar nicht so uninteressant. Und hier haben wir... Siehst du wohl. So. Stöckchen. Aber wir haben hier natürlich auch noch Abfall gewählt, ne? Okay, also packen wir mal den Stoff hier rein. 41 Tage überlebt. Ich hoffe, das werden auch noch ein paar mehr. Warum habe ich keinen Platz im Inventar? So, und so. Wie viele Abfallgewellt brauche ich denn, um Farming 2? Aber ich mache das einfach hier aus denen, würde ich sagen. So. Weißt du, was ich auch mache? Ich glaube, ich werde einfach mal mit meinem Messer... Messer? Habe ich das Messer fallen lassen? Ja. Mit meinem Messer, so, werden wir hier nochmal über die Insel gehen und Fasern pflücken. Zum Glück hat man immer so generell um die 3 Juckerbäume hier auf einem, auf einer Insel. Da fehlen 2. Ich sehe das doch ganz genau. Da ist einer. Ah, dass man das auch alles immer so schlecht sehen kann hier, ne? Ah, nicht so gut. Hm. Gut, egal. Und hier hinten war irgendwo noch ein Jucker. Oh, meine Nase juckt. So, wo war die denn?
Da. So, sehr schön. Dann nehmen wir hier noch mal ein paar Setzlinge mit. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite Riesenkrabbe hier eigentlich auch wieder beseitigt habe. So, hier vorne sind auch noch Setzlinge. Weil auf unserer kleinen Insel... Ja, da ist halt nicht so viel mit Setzlingen und so, ne? Gut, die Insel hier ist auch nicht viel größer. Davon mal ganz ab. So. 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 Ja, Setzlinge bzw. Fasern können wir auch gut gebrauchen. Wir müssen noch eine Menge Seile machen, glaube ich. Ja, das ist gerade so ein bisschen das Problem, ne? So, guten Tag. Hallo, kleiner Setzling. Der nicht mehr so... Ja, doch, klein. Er ist noch kleiner. So. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Wie viele Setzlinge haben wir jetzt? Ja, wir haben ordentlich Setzlinge dabei. So viele, dass wir das schon gar nicht mehr alles... Ja, hier sind auch nochmal ein paar Stapel Blätter, ne? Ich pack die mal dazu und die 24 Stück nehme ich mal mit rüber. Ja, komm, wenn wir gerade schon hier sind, können wir mal was trinken? Drei. Eins, zwei, drei. So. Guck mal, der kann auch mit dazu. Schön. So, das Problem ist halt, wir brauchen ja jetzt noch einmal Platz, ne? Das heißt, ich würde vielleicht den Speer hier hinlegen. Damit wir das Rettungsboot mitnehmen können. So. Warum wird das auf einmal so dunkel hier? Ich hoffe, da kommt kein Sturm. Obwohl, warte mal. Das könnte ein Sturm werden, ne? Das wird ein Sturm. Okay, einmal zurück. Alles klar. Warum ist der Hai schon wieder sofort auf uns? Warte mal. So, Hai, du möchtest spielen? Du darfst spielen. Aber das machen wir, ich sehe gerade, das machen wir bei der nächsten Folge. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge dann. Und ich sage tschüss.